Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Birgit von Kreativstempel und ich habe heute für euch meinen Design-Team-Beitrag für den Monat Oktober für die Sammelbestellergruppe Bastelspaß mit Biene. Und ich habe euch ein Mixed-Media-Projekt mitgebracht, und zwar diese winterliche Karte. Ich habe also hier in verschiedenen Blautönen gearbeitet, habe hier mit verschiedenen Materialien gearbeitet, mit Spitze, mit Strukturpaste, mit Schneepaste. Ich habe hier gearbeitet mit Aquarelltechnik, mit Schablonentechnik. Ich habe hier ein paar MDF-Projekte draufgeklebt, hier ein paar Sachen. Ja, also verschiedene Dinge miteinander kombiniert, und daraus ist diese schöne große quadratische Karte entstanden, die hat die Maße 23x23. Dafür gibt es auch einen Umschlag, und mit welchen Materialien ich hier genau gearbeitet habe und wie diese Karte gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Bleibt einfach dran, nehmt euch einen Kaffee oder bastelt einfach mit. Ja, dann geht's jetzt los. Ja, ihr Lieben, starten wir mit dem Basteln der Karte. Das ist das Material, was ich dafür verwendet habe. Das sind so ein paar Verzierungen. Und das sind jetzt wieder Sachen, die mir die Biene von Bastelspaß mit Biene zur Verfügung gestellt hat für meinen Design-Team-Beitrag. Und zwar haben wir hier ein paar kleine MDF, und zwar von Artistico. Die haben da ganz tolle Sachen. Findet ihr alles bei Biene im Shop. Und hier haben wir eben schöne kleine Schneeflocken. Die kann man so belassen, Natur. Man kann sie aber auch mit Paste oder mit Glitzer oder mit Farbe schön verzieren. Dann habe ich von Stamperia hier eine schöne Schablone. Mit der arbeiten wir dann gleich. Dann habe ich hier ein Set mit Karten. Und zwar sind die 8x8 Inch mit Umschlag. Und darauf werden wir dann dekorieren. Da habe ich mir eine rausgenommen, da gibt es passende Umschläge dazu, das brauchen wir aber erst später. Und wir verwenden das tolle Designpapier, und zwar ist das hier von Ciao Bella. Das ist ein wunderschönes, winterliches, weihnachtliches Papier. Also das finde ich ganz mega toll. Und da habe ich mir jetzt Folgendes rausgesucht. Hier sind so unterschiedliche schöne Bögen drin. Das hier mit den Schneeflocken finde ich auch mega, mega schön. Ja, also richtig schön winterlich in blau, braun, grautönen gehalten. Und ich habe mir jetzt hier dieses Papier rausgesucht. Das kommt in den Hintergrund. Und ich werde mir für das Etikett, das ist hier vorne nochmal so ein Bogen, da sind hinten drauf Buchstaben, Zahlen und so weiter. Und ich werde mir aber hier dieses Etikett ausschneiden und das mit auf meine Karte drapieren. Dann braucht ihr noch ein Stückchen Seitenglanzkarton, also irgendwie sowas in der Art, auf dem ihr eben mit der Aquarelltechnik, also mit Wasser und wasservermalbaren Farben arbeiten könnt, weil mit normalen Farbkarton geht das nicht, der würde sich dann aufrauen durch das viele Wasser. So, damit arbeiten wir, und so starten wir jetzt auch mal. Genau, was ich noch vergessen habe, die Paste von Sea Art, und zwar ist das so eine Schneepaste, die ist wasserlöslich, also die kann man auch wunderbar von der Schablone wieder abwaschen. Die trage ich mit einem Spatel auf, zeige ich euch dann, wie das geht. Das wird unsere Schneelandschaft unten. Und dann habe ich hier noch einen wunderschönen Spray von, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Jetzt habt ihr mich wieder erwischt. Ihr könnt es hier lesen. Ich kann ja kein Englisch, ne? Birgit schlecht vorbereitet. Und es ist so ein Metallic-Spray mit Farbe ohne Alkohol. Und also hier sind keine Acetate drinnen. Und ihr seht schon, das hat so einen Metallic-Look. Das muss man richtig schön durchschütteln. Ihr hört auch, da ist so eine Perle drinnen. Und das ist dann halt, das kann man sprühen oder auch direkt damit malen. Und da hat man so einen schönen Metallic-Look. Das habe ich auch noch in diesem Perl-Glanz hier. Das hier ist die Farbe Pearl Sky Blue und das ist Pearl Clear. Also die sind toll, diese Sprays. Mit denen kann man richtig schön tolle,
Farben auf die Projekte bringen. Die kann man auf fast allen Untergründen verwenden, soweit wie ich das gelesen habe, auf Papier, auf Holz, ich glaube auch auf Metall. Also die sind wirklich ganz toll. Also ich finde die super. Und dann habe ich noch so ein paar Embellishments. Ich lege mir ja immer alles raus, was ich denke, was ich verwenden könnte und irgendwie verwende ich dann was und was nicht. Aber das seht ihr gleich. Ich nehme jetzt mal so eine Unterlage. Habe ich sie denn jetzt wieder hin? Da die chaotische Birgit. Und zwar kann ich hier ein bisschen matschen, das macht nichts. Und zwar werde ich mir jetzt hier als erstes eben die Paste, nee, gar nicht wahr, wir machen als erstes den Hintergrund in Aquarelltechnik. Und zwar nehme ich mir da jetzt einfach dazu einen Wassertankpinsel. Ich habe, wie gesagt, hier das Papier in Seidenglanz oder es gibt ja auch spezielles Aquarellpapier, das könnt ihr auch nehmen. Und dann nehmt ihr euch halt ein Stempelkissen eurer Wahl und macht euch so ein bisschen Farbe in den Deckel und ich habe da einen schönen Blauton. Nehme jetzt Farbe mit dem Wassertankpinsel auf. Der ist ja mit Wasser gefüllt und dann gehe ich hier einfach über den Hintergrund, wie ich das halt so meine. Schaut zu, dass es nicht zu nass macht. Wenn euch zu viel Wasser rauskommt, könnt ihr auch zwischendurch einmal kurz abtupfen. Ich streiche dann auch immer wieder den Pinsel hier auf meinem Papier ab. Und dann könnt ihr einfach, das geht gar nicht darum, dass das schön wird, weil man sieht nachher eh gar nicht mehr viel davon, sondern ich wollte hier einfach nur ein bisschen einen Hintergrund haben, ja, der so ein bisschen, ja, den Himmel andeutet, sag ich jetzt mal. Also ich wollte den jetzt nicht ganz weiß haben und da bietet sich eben so eine Aquarelltechnik einfach an. Da muss man auch wirklich gar nicht großartig jetzt schön malen. Es geht nur darum, dass man eben so einen verwaschenen Hintergrund bekommt. So, das ist jetzt auch schon alles. Und jetzt kommen wir zur Schneelandschaft, die hier unten drauf ist. Und zwar braucht ihr da eben einen Spatel. Schaut mal, was ihr da habt. Da gehen auch Plastikspatel. Dann nehme ich mir jetzt eben hier diese Paste, das ist eine Strukturpaste, eben die wasserlöslich ist. Also das kann man dann nachher wunderschön von der Schablone wieder ab waschen. Ich arbeite jetzt aber ohne Schablone. Ich mache mir einfach hier unten nur eine Schneelandschaft. Und diese Strukturpaste, die ist, wie gesagt, von Sea Art. Und die ist, das seht ihr schon, ja, so ein bisschen wie, die hat so ein bisschen eine Schneeoptik. Und dann nehmt ihr euch jetzt einfach ein bisschen hier raus und fangt dann einfach hier unten an. Tragt diese Strukturpaste einfach wie so ein Hügel auf und dann merkt ihr schon, das sind wie so Körnchen drinnen. Das soll eben dann hier diese Schneeoptik. Das müsst ihr eben auch nicht ganz glatt machen. Und macht euch da einfach hier mal so zwei Hügelchen hin. Macht es nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Und dann könnt ihr euch das hier so wie so eine Schneelandschaft da unten hinkreieren. Den Rest könnt ihr dann wieder in die Verpackung tun, das am besten auch relativ zügig wieder fest verschließen, damit sie nicht austrocknet. Und jetzt könnt ihr euch hier am Rand nochmal mit dem Spatel so drüber fahren, dass ihr hier einen schönen Rand habt, damit es eben hier nicht so matschig ist. Den Spatel könnt ihr auch unter fließend Wasser mit Seife oder mit einem leicht feuchten Tuch abputzen. Und die Unterlage mache ich mir auch gleich mit einem Babyfeuchttuch einfach wieder sauber oder ihr nehmt euch einfach einen alten Lappen, macht den nass und zack, habt ihr eure Unterlage wieder sauber. So, diese Paste muss natürlich jetzt trocknen. In der Zeit kann man hier oben dann schon die Sterne hinmachen
Und ich habe natürlich schon eins vorbereitet, das zeige ich euch mal ganz kurz. Mit der arbeiten wir dann, weil das würde jetzt hier zu lang dauern. Ihr könnt es auch mit einem Heißluftgerät schön trocknen. Und wir machen aber jetzt hier erst noch diese Sterne, die zeige ich euch und wie man noch den Glitzer reinbekommt. Für die Sterne habe ich mir eben die Schablone hier genommen mit meinen Schneeflocken. Da nehme ich mir dann wieder ein Stempelkissen meiner Wahl und ich nehme mir ein Schwämmchen oder hier so ein Kolorierpinsel, ihr könnt aber auch einfach einen Schwamm euch zerschneiden und mach mir jetzt hier einfach ein paar Sterne in den Hintergrund. Ich lege mir jetzt hier einfach diese Motive so hin, die ich möchte. Nehme mir ein blaues Stempelkissen, halte mir das hier so fest und dann gehe ich hier so in kreisenden Bewegungen über meine Schablone. Ich möchte jetzt hier den linken Stern etwas dunkler haben, das heißt, ich gehe hier mit intensiver Farbe drüber und auf die anderen, den anderen großen möchte ich auch etwas intensiver haben. Auf die anderen gehe ich nur so mit dem Restfarbe noch mal so ein bisschen drüber. Ihr könnt das auch einfach, wie gesagt, mit einem, es gibt doch so diese Glitzy-Schwämme, die kann man sich auch zerschneiden oder diese Kosmetikschwämme, mit denen könnt ihr das auch machen. Oder so Fingerschwämmchen. So, jetzt habe ich natürlich hier über den Rand der Schablone gemalt. Das sollte euch nicht passieren. Hier ist es mir nicht passiert. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Das kann man hier auch noch mal so ein bisschen verwischen mit dem Schwämmchen. Da kommen ja aber nachher noch Muster drauf. Das fällt also nicht so auf. Also passt da ein bisschen besser auf wie ich. Jetzt nehme ich mir hier drüben noch ein bisschen Motiv dazu und passe jetzt auf, dass ich nicht über den Rand komme von der Schablone. Man müsste ja jetzt auch nicht unbedingt die Ecke von der Schablone nehmen. Man könnte ja jetzt auch sich die Schablone eigentlich ein Motiv aus der Mitte aussuchen. Also sei da vielleicht ein bisschen schlauer wie ich. Das ist jetzt der Vorführeffekt, weil ich so aufgeregt bin. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe schon so viele Videos gemacht und ich bin trotzdem immer wieder aufgeregt. Das ist verrückt. Ja, gut, so bin ich halt, ne? Ja, und so könnt ihr das euch gestalten. Ihr könnt es auch mit anderen Farben machen. Ich habe jetzt hier halt viel in Blautönen gearbeitet und so sollte es eigentlich sein, ne? Dass man dann eben keinen Rand von dieser Schablone hat. So, das Ganze muss natürlich jetzt trocknen. Ich verziere mir das jetzt aber vorher noch. Vorher mache ich meine Schablone wieder sauber. Auch die könnt ihr. Ich habe ein wasservermalbares Stempelkissen genommen, dann auch wieder ganz einfach hier mit einem Babyfeuchttuch oder unter fließend Wasser mit einem bisschen Seife reinigen. Das geht ganz genauso und dann ist die Schablone wieder wie neu, wie vorher, als hätte man sie nie verwendet. So, und dann habe ich mir noch im Hintergrund mit diesen beiden Sachen ja so ein bisschen Sprenkel reingemacht. Das könnt ihr folgendermaßen machen. Mir wird es warm, ich muss mal meine Ärmel zurückziehen. Ihr könnt also am besten vorher schütteln, ganz wichtig, damit sich eben hier diese Glitzerpartikelchen schön in der Flüssigkeit verteilen. Legt euch eine Unterlage unten drunter, die ja ihr einsauen könnt und passt auf, dass ihr nicht in so einem großen Radius das macht, weil das spritzt wirklich ziemlich weit, nicht, dass ihr euch andere Sachen jetzt damit voll macht und ihr kriegt es nicht mehr raus. Ihr könnt euch auch so einen alten Pappkarton nehmen, das mache ich auch öfter, dass ich mir einen alten Pappkarton nehme und den quasi nur den Deckel oben abmache und dann wie so ein Kasten das da reinlege und das besprühe. Das geht auch. So, und dann könnt ihr das entweder aus der Entfernung so drauf sprühen. Nur müsst ihr hier aufpassen, dass ihr nicht zu viel davon nehmt, weil sonst eure Motive von den weil das ja wasservermalbare Farbe ist, was wir hier mit der Schablone drauf gemacht haben, das verläuft jetzt so ein bisschen. Mich stört es aber nicht. Ich finde es schön. Wen das stört, der sollte das nicht so machen, sondern entweder vorher machen oder ihr nehmt eine Pigmentstempelfarbe zum Kolorieren. Ne? Also ich finde es schön. Ich finde es auch schön, wenn jetzt hier mein Aquarellhintergrund so ein bisschen jetzt noch fleckig wird. Das mag ich gerne. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Ihr müsst es nicht sprühen, sondern ihr nehmt euch einfach hier, schraubt es hier auf
und macht dann einfach einmal so. Und passt aber auch da bitte auf eure Kleidung auf, ja, dass ihr euch nicht vollspritzt. Also das könnt ihr jetzt auch machen. Habe ich jetzt zu früh gemacht, weil das jetzt durch das Wasser so ein bisschen verläuft. Am besten macht ihr das auf eine trockene Unterlage. Wenn euch da jetzt irgendwas nicht gefällt, könnt ihr auch nochmal drüber tupfen. Das ist natürlich jetzt hier blöd, weil meine Paste noch nicht trocken ist. Solltet ihr also nicht machen. Da gehe ich jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Paste drüber und bessere mir das aus. Ja, so ist der Vorführeffekt. Aber so kann ich euch auch zeigen, was ihr nicht machen sollt. Also das bessere ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen mit der Paste aus. Und die muss ja dann eh trocknen. So, wenn euch solche Maliere passieren, wie mir jetzt hier, ist das nicht weiter schlimm. Einfach nochmal drüber gehen. Also wie gesagt, solange wie die Paste nicht trocken ist, solltet ihr da jetzt nicht mit Wasser drüber sprühen, ganz klar. Ich wollte es euch aber jetzt auch zeigen, deswegen habe ich es jetzt gemacht. Also, aber ihr seht, man kann das ganz einfach wieder ausbessern. So. Sieht man dann eben auch nichts mehr davon. Und wir nehmen jetzt den vorbereiteten Hintergrund. Ich mache jetzt hier nur noch schnell sauber. Das muss eben jetzt trocknen. Ihr könnt euch das entweder mit einem Heißluftföhn trocknen oder eben ihr lasst es einfach über Nacht liegen. So. Das wird zum Trocknen gelegt und kommen dann für die nächste Karte in Frage. Und ich wische mir jetzt hier meine Unterlage noch schnell sauber. Dann kommt sie auch weg. Und dann machen wir mit der Karte sauber. Eins muss euch klar sein, eure Finger hinterher sehen aus, wenn ihr mit so mit Mixed-Media-Technik arbeitet. Ihr könntet euch auch Handschuhe anziehen, dann würde das nicht passieren. So, weiter geht's. Hier habe ich also schon meine fertige, getrocknete Vorlage und mit der arbeiten wir jetzt weiter. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Karte zur Hand und messen uns jetzt hier aus. Also es ist eine relativ große Karte. Ihr könnt euch das natürlich auch auf eine kleine Karte runterrechnen. Die hat jetzt hier 23 x 23 cm. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier aus diesem schönen Farbkarton mit den Häuschen drauf 1 x 20 x 20 zu. So, bin ich in der Kamera? Ja. Also einmal, nein, ich schneide es einmal so rum erst, damit ich die nicht zu viel von den Häuschen zerstöre. Und dann einmal so. Den Rest heben wir natürlich auf für die nächste Karte. Und jetzt seht ihr schon, das kommt hier auf die Karte drauf. So, dann habe ich außenrum noch so einen kleinen weißen Rand. Kann aber jetzt derweil weg. Ihr könnt es auch ein bisschen schmäler schneiden, wenn euch das zu groß ist. Und jetzt möchte ich das folgendermaßen auf meiner Karte hier drapieren. Und zwar habe ich mir überlegt, das könnt ihr noch so ein bisschen, das wälzt sich, ist ganz klar. Ich möchte das hier so schräg drauflegen. Dann nehme ich mir jetzt einmal diese glitzernden Sterne. Die hatte ich in meinem Eiszeitenkalender von der Biene. Dann nehme ich mir hier zwei so glitzernde, die kommen hier hin. Man muss das ja nicht immer gerade draufkleben, ne? Also so sieht es auch mal interessant aus. Die möchte ich also hier hinkleben. Dann nehme ich mir hier ein MDF von Artistico. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme mal hier ein kleineres. Das kommt dann hier oben hin. Also ich lege mir das immer ganz gerne hier so zurecht und überlege mir, was ich nehme. Dann habe ich hier noch ein Schleifenband, so eine Spitze. Ich dachte mir, das passt vielleicht hier ganz gut dazu. Die werde ich hier unten so drauf machen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Was sagt ihr? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das schneide ich mir jetzt schon mal ab. So.
Also ich mache dann meistens erst so, ich kreiere hier so vor mich hin. Also ich überlege mir meistens erst dann so kurz vorher, wie das Ganze aussehen soll. Dann habe ich noch hier so kleine Zapfen. Jetzt ist aber mir das Silber dann zu viel. Ich glaube, ich nehme hier diese. Die mache ich mir, glaube ich, hier so hin. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So. So. Sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Dann schneide ich mir jetzt mal hier vorne, ich habe es euch vorhin gesagt, das hier aus. Das wird mein Schildchen und dann legen wir das auch gleich drauf. Schneide ich mir das hier ganz einmal ganz vorsichtig. Wo bin ich? Wo ist meine Rille? Man sieht das immer so schlecht. Besonders wenn man so alt ist wie ich. Dass ich mir im Hintergrund nicht zu viel zerstöre. Wobei ich das wahrscheinlich eh nicht verwenden werde. So. Und dann schneide ich mir das hier einfach mit der Schere aus. Ihr wisst ja, dass per Hand ausschneiden total entspannt. Also mich zumindest. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Für mich ist das total entspannend. Ich mache das gerne. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, um Gottes Willen. Ja, nichts mit der Hand ausschneiden, das geht gar nicht. Also die gibt es auch. Entschuldigt bitte, ich habe heute irgendwie wieder mal einen Frosch im Hals. So, dann schneide ich mir das hier alles schön aus. Das muss auch gar nicht so exakt sein. Und das passt, finde ich, auch hier der Spruch sehr gut. Time for home. Und die Winterzeit ist ja wirklich so die Zeit, wo wir viel zu Hause sind, wo wir es uns zu Hause gemütlich machen. Mit unseren Lieben und wir werden in dieser Zeit viel basteln. Ich glaube, das sind wir alle gleich. So, das kommt dann so hin. Und dann habe ich hier noch, oh ja, das kommt gut. Das mache ich hier hin. Und dann habe ich hier noch so kleine, weiß gar nicht mehr, wo ich die mal her hatte. Ich glaube, die klebe ich mir jetzt hier auch noch irgendwie so drauf. Also macht das vielleicht auch so. Guckt mal, was ihr so zu Hause habt. Und dann drapiert das mal einfach irgendwie. Und dann habe ich hier noch solche Sternchen, die könnte man dann hier noch außenrum machen. Und ich habe immer so ein Glas, da habe ich so Glöckchen. Da sammle ich immer auch von Schokoverpackungen, ihr seht es, oder von irgendwelchen Geschenkverpackungen, alle Glöckchen. Bei uns Bastlern wird ja nichts weggeworfen. Ja, guckt mal, das wird doch genial. Ja, super. Und das kleben wir jetzt einfach auf. Ich lasse das im Schnelldurchlauf mitlaufen. Und ihr könnt mir einfach zuschauen. Ich klebe also das meiste immer mit Tombow auf, manches auch mit mit na, Klebepistole, ihr wisst schon. Und ja, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ja, ich lasse Musik laufen. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Ich habe das noch nie gemacht. Ich muss das heute mal probieren. Ansonsten, wenn es nicht klappt, dann müsst ihr mir einfach ohne Musik zuschauen. Also legen wir los. Ich hole noch schnell meine Heißklebepistole, weil es könnte sein, dass wir die doch brauchen. Ich bin wieder so chaotisch, dass ich keine da habe. Typisch Spielgut.
So, ich muss mir das jetzt noch mal so zur Seite legen und dann geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
das reicht soweit. Man könnte, wenn man wollte, hier noch irgendwie was, aber ich glaube, das wird mir dann zu voll. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Also ich habe jetzt gerade so überlegt, muss hier noch was hin? Aber nein, ich glaube, ich lasse es so. Und dann klebe ich mir das jetzt hier auf die Karte. Und was mir auch so eingefallen ist, das wäre auch für einen Bilderrahmen ein schönes Motiv. Also, ich habe ja Bilderrahmen. Da hätte ich auch einen nehmen können. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich aus der Karte jetzt einen Bilderrahmen mache. Nein, wir machen eine Karte. Ich kann ja im nächsten Video euch einen Bilderrahmen zeigen, einen winterlichen. Ja. Wir kleben das jetzt hier drauf und ich glaube, ich mache das mit doppelseitigem Klebeband. Tomwood klebt zwar auch sehr, sehr gut, also unbestritten, aber hier habe ich ja doch ein bisschen mehr Masse drauf. Heißt, hier brauche ich ganz viel Halt. Ich glaube, ich klebe das mit doppelseitigem Klebeband fast fest. Fast fest natürlich. So. Ja, und wie gesagt, so als Tipp nochmal, ich bin ja eigentlich auch noch ganz neu bei Mixed Media, aber als Tipp kann ich euch sagen, es gibt bei Mixed Media eigentlich keine Regeln. Ihr könnt einfach euch mal alles hinlegen, was ihr so habt. Also nehmt euch ein Thema, ich habe ja jetzt hier Winter, und dann legt euch mal alles auf den Tisch, was ihr habt, beziehungsweise sucht euch ein Designpapier und eine Farbe, ja, also eine Farbrichtung. Ich habe ja hier Blautöne und überlegt euch, in welche Farbrichtung ihr gehen wollt. Und wenn ihr die dann für euch gefunden habt, dann guckt ihr mal in euren Bastelschränken. Also ich habe ja nicht nur einen, ich habe ja mehrere. Ich denke, das wird euch genauso gehen. Ja, und da guckt ihr dann einfach mal, was ihr so habt, was zu diesem Thema und zu dieser Farbe passt. Und dann legt ihr euch das mal einfach alles auf den Tisch. Und dann legt ihr einfach los. Dann lasst ihr eurer Fantasie freien Lauf. Und das mag ich so an Mixed Media. Also da entsteht bei mir immer erst das Objekt, in dem ich arbeite. Weil da kann man ja ganz viele verschiedene Materialien und auch Techniken einfach miteinander verbinden. Und das ist das Tolle an Mixed Media, dass man da einfach. Ja, da legt man einfach los und irgendwas kommt bei raus. Das finde ich faszinierend. Und ich beobachte das ja schon eine ganze Weile und das hat mir schon immer gut gefallen. Ich habe mich nur nie dran getraut. Wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Egal, macht einfach mal los. Irgendwann kommt der Tag, dann traut ihr euch so wie ich und dann einfach loslegen. Gar nicht groß nachdenken und dann macht ihr einfach irgendwelche Sachen. Und ja. Bringt ihr auf euer Objekt oder Projekt und dann überlegt ihr euch, was möchte ich damit aussagen, was ist das für ein Thema und dann legt ihr einfach los. Das ist wirklich ganz easy. Und wie gesagt, da braucht ihr euch auch keine Gedanken machen. Also macht einfach mal los. Ja? Okay, ihr Lieben, das ist meine weihnachtliche oder winterliche Karte. Also wenn man will, kann man die so hinstellen als Schmuck. Man könnte die aber jetzt auch in so einen Bilderrahmen rein als ja als Bild zum Hinstellen, als Dekoration. Das würde auch gehen. Und ja, also lasst da wie gesagt eure Fantasie freien Lauf. Guckt mal, was ihr zu Hause habt und dann macht einfach mal los. Und ja, ich hoffe, meine Karte hat euch gefallen. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video. Und da sehen wir uns. Und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, ihr Lieben. Tschüss, eure Birgit.